Wir fangen an. Also es ist wieder mal eine kleine Übung. Nullstellen, Y-Achsenabschnitte und Schnittpunkte linearer Funktionsgraphen. Soll das bedeuten? Wir knüpfen mal an unseren Test, den wir gerade geschrieben haben. Und zwar eine Aufgabe, ich nenne sie jetzt mal A, das hat jetzt nichts direkt mit dem Test zu tun, könnte heißen, es sind zwei Funktionsvorschriften gegeben. Die eine heißt meinetwegen minus ein Drittel x plus 2 und nennen wir den anderen, die andere Funktion g von x sei 2 Fünftel x minus 6. Wenn ich diese Graphen jetzt skizziere, ich kann sie auch noch so genau malen, aber ich habe ein Problem, wirklich die echten Nullstellen und so weiter, was hier oben alles in der Überschrift steht, zu finden. Warum? Wir machen das mal wie folgt, wir skizzieren erstmal die Graphen. Wie gesagt, wir könnten es noch so genau machen, aber wir hätten ein Problem damit. Fangen wir mal bei f von x an. F von x hat man gesagt, minus ein Drittel, bei plus 2 haben wir unseren ersten Punkt. Und jetzt 1, 2, 3 nach rechts und 1 nach unten, dann landen wir hier. Dann sieht der Funktionsgraph ungefähr so aus. Jetzt scheint der so bei 1, 2, 3, 4, 4, irgendwo hier schneidet der die x-Achse. Ach so, x und y. Ich mache das jetzt immer der Kürze halber, x und y schreibe ich daran. Und jetzt, woran liegt das? Woran liegt das? Dass man das wirklich nicht genau ablesen kann. Diesen Schnittpunkt hier. Diesen Schnittpunkt, um den geht's. Danke, ganz genau, das ist es. Dieses minus ein Drittel, minus oder plus ist jetzt egal, aber ein Drittel sind 0,3 Periode 3. Wie genau möchte man das denn malen? Ne? Das kriegt man so nicht hin. Noch ein bisschen lustiger wird es, wenn ich mir jetzt g von x betrachte. Bei minus 6 ist der y-Achsenabschnitt, also 1, 2, 3, 4, 5, minus 6. Hier ist der erste Punkt, den ich habe und jetzt geht es, hier steht ein Plus davor, also 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Jetzt hätten wir den nächsten Punkt. Ich gehe jetzt nicht darauf ein, dass sich hier ein Steigungsdreieck bildet, das weiß man. So, wenn mir jetzt die Zeichnung sogar zu klein ist, meine Skizze, weil ich einfach keinen Platz habe, weil hier rechts ein Rand kommt oder so, oder ganz egal, dann kriege ich den Schnittpunkt mit der x-Achse überhaupt nicht hin. Fangen wir doch mal an mit y-Achsenabschnitten. Die sind eigentlich ganz leicht. Nochmal kurz gefragt. Ja, wir hatten also gesagt, die y-Achsenabschnitte, das sind die allerleichtesten Geschichten hier. Ich mache den mal grün. Also y-Achsenabschnitte, die finden wir grundsätzlich hier, ne? Diese Punkte, die meine ich, finden wir grundsätzlich hier hinten als sogenanntes absolutes Glied. Steigungsdreiecke, die kann man auch machen, minus ein Drittel oder zwei Fünftel, das wäre auch nicht das Problem. Aber diese verrückten Nullstellen, also mache ich sie mal hell, diese Nullstellen, also die Kreuzungsstellen mit der x-Achse, die sogenannten Nullstellen, die sind mitunter, gerade wenn es sich um solche, ich sag mal ganz frech, krummen Zahlen handelt, sind die gar nicht genau zeichenbar. Da kann ich mir auch das schönste Millimeterpapier nehmen. 0,3 Periode 3 ist einfach nicht zu zeichnen, das geht nicht. Und hier, dieser Wert ist sowieso nicht 0,3 Periode 3, ich meinte bloß bezogen auf diese bisschen unendlich verrückte Steigung. So, auch wegen der Skizze lässt sich es nicht genau machen. Und selbst wenn ich mir noch so schönes Millimeterpapier nehme, hieran scheitere ich, also muss ich die Nullstellen errechnen. Wie man sie errechnet, zeige ich gleich. Ich gehe noch auf ein weiteres Problem ein. Wenn ich mir sage, ich hätte hier diesen Graphen, der heißt f und der andere, der hieß ja g. Jetzt kommt das Allerverrückteste in schön rot. Dieser Schnittpunkt, der hat irgendwelche Koordinaten. Zuerst kommt der x-Wert und dann der y-Wert. Tja, welche x- und y-Koordinaten hat der? Auch das lässt sich einfach nicht genau genug ablesen. Bei schönstem Millimeterpapier mitunter trotzdem nicht, weil das, wie gesagt, mit solchen ganz verrückten Steigungen zu tun haben kann. Aber genauso mit verrückten y-Achsenabschnitten. Die müssen ja nicht immer plus 2 heißen, die könnten ja auch plus 1,343434, also Periode 3,4 heißen. Oder, ne? Das kann ein Problem werden.
Aber man kann sie errechnen. Wir müssen erstmal folgende Dinge überlegen. So wie, jetzt kommen wir nochmal zu den Nullstellen, das heißt also x0 ist einfach. x0 errechnen wir so, dass ich sage, der y-Wert, ich mache hier mal weiter mit schwarz, der y-Wert, der ist an der Stelle x0, 0. Also, daraus folgt, ich kann sagen, ich kann die ganze Gleichung auf 0 setzen. 0 ist gleich zum Beispiel minus 1 Drittel x plus 2. Gar kein Problem, jetzt gehe ich damit um wie bisher. Minus 2, dann heißt es minus 2 ist gleich minus 1 Drittel x und mal minus 3. Ich könnte auch durch minus 1 Drittel teilen, aber das ist genauso wie mal minus 3. Dann heißt das minus 3 mal minus 2 ist plus 6, also 6 ist gleich x0. Hätten wir das raus. Das ist kein Problem. Jetzt kommen wir zum nächsten. Wie macht man das, wenn ich sage, naja, gucken wir uns mal g von x an. Also, gibt es bis dahin Fragen? Kleinen Moment. Kommen wir zu dem lila Graphen g von x. Also, auch da gilt x0. Ne? Also x0 für g von x. Für g von x. Auch da gilt auf dieser Höhe hier hinten, hier an dieser Stelle, wo der Graph die x-Achse schneidet, da ist er beim besten Willen y-mäßig 0. Also kann ich die Gleichung, die ja heißt, auf 0 setzen. 0 ist gleich 2 Fünftel x minus 6. Probieren wir das aus, wie das weitergeht. Ich mache das jetzt mal in lila weiter. Plus 6. Einfach, ne? 6 ist gleich 2 Fünftel x. Und jetzt mal 5 halbe. Ne? Gleich mit dem Reziproken multiplizieren, dann habe ich alles weg. Ich könnte auch sagen, erst mal 5, gut, mal 5 und dann durch 2, durch 2. Nochmal zur Erinnerung. Also ergibt es 6 mal 5 durch 2 ist gleich x0. Naja, und das lässt sich leicht 6 mal 5. Oder ich kürze vorher, machen wir es mit Kürzen. Das ist 15. Ach du liebe Zeit, wenn mein Blatt nicht groß genug ist, hätte ich das eh nicht hinbekommen. Das kommt auch hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ungefähr. Man kann anhand der Skizze erkennen, ob man im richtigen Bereich liegt. Hier wäre ich geschätzt bei 5 durch die x-Achse durchgefahren mit dem blauen Graphen. Dann sieht man, ah ja, das Ergebnis muss schon stimmen. Muss man nicht lange rechnen. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Das war jetzt alles leicht, das war Wiederholung. Das ist nicht das Problem. Aber was machen wir jetzt mit S, mit diesem Schnittpunkt? Beim Schnittpunkt sieht es wie folgt aus. Da müssen wir uns darüber klar sein. Bei S gilt Folgendes. Da haben beide Funktionen genau den gleichen x und genau den gleichen y-Wert. Ist das einsehbar? Ich möchte dann keine Fragen in diesem Fall. Ist einsehbar. Gut. Wir haben uns jetzt nochmal mit dem Schnittpunkt beschäftigt. Und zwar haben wir die Koordinaten ungefähr abgeschätzt. Der müsste x-mäßig 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 haben wir gesagt. Vielleicht 7,5 kann auch sein. Und jetzt y-mäßig einfach abgezählt. Hier ist 0, 1, minus 2. Also bei 8 minus 2 müssten die Koordinaten geschätzt sein. Dieser Punkt, der liegt auf dem blauen Graphen und er liegt auch auf dem lila Graphen. Wenn er auf beiden Graphen liegt, dann gilt für beide Graphen, weil sie sich an der Stelle kreuzen, gilt auch für beide Funktionen. Sie haben dort den gleichen x und gleichen y-Wert. Ist das einsehbar? Also, bei S gilt Folgendes. X von F ist gleich x von G. Und y von f ist gleich y von g. Ich könnte auch f von xf ist gleich f von xg schreiben. Habe ich in diesem Fall mal abgekürzt. Wenn das aber so ist, dann haben wir doch einen riesen Vorteil. Wenn die beide zum Beispiel den gleichen y-Wert haben, dann macht man es wie folgt. Man sagt, für s macht man einfach Folgendes. Man sagt, naja, dann ist f von x gleich g von x. Und man setzt die beiden gleich. Und das gucken wir uns weiter unten an. Also minus 1 Drittel x plus 2. Minus 1 Drittel x plus 2
ist genauso wie 2 Fünftel x minus 6. Jetzt gucken wir uns mal diese Gleichung an. Das ist schön. Wir haben ja jetzt bloß noch eine Variable, die heißt x. Die steht zwar auf beiden Seiten mit unterschiedlichen Werten, ist uns aber egal. Wie kommt man ganz leicht dran, indem man einen gleichen Nenner bildet? Ich nehme beide Seiten mal 15. Warum? Werden wir gleich sehen. Minus 15 Drittel x plus 30. Ich muss alles mal 15 nehmen, wenn ich diesen Quatsch schon mache. Und 2 mal 15 ist 30 Fünftel x minus 6 mal 15 ist 90. Was habe ich jetzt gekonnt? Ich habe die Brüche gleich, ich kann kürzen. Aber wenn ich kürze, komme ich wieder auf das Gleiche, ne? Wie kommen wir jetzt weiter? Der n heißt immer noch Drittel und Fünftel. Gucken wir mal, was passiert. Durch 3 geht, ist eine 5, ist 1. Durch 5 geht, ist eine 1. Und hier ist, durch 5 ist eine 6. Jetzt heißt die Gleichung minus 5x plus 30 ist genauso wie 6x minus 90. Ich habe durch dieses einfache Multiplizieren, ich könnte es auch einfacher machen, ich könnte auch nur so lange erweitern, bis ich einen gleichen Hauptnenner habe, 5 Zehntel oder sowas. Aber mit diesem alten Trick, wissen wir, geht es mitunter schneller. So, normalerweise macht man das gleich. Also, ich verweise da auf ein anderes Video. Also hier werde ich mal an der Stelle wieder so ein Fenster einfügen. Hier, das habt ihr wahrscheinlich schon mal gesehen. Da kommt dann der Hinweis, wenn man da draufklickt, kommt man auf das andere Video und kann sich nochmal angucken, wie man da mit solchen Gleichungen umgeht. So, jetzt gucken wir, wo sind mehr x? Hier rechts sind 6x, hier sind sogar minus 5x, also sind auf jeden Fall hier mehr x. Rüber mit den anderen, das heißt plus 5x. Dann steht hier 30 ist gleich 11x minus 90. Rüber mit den 90. Dann steht hier auf der Seite 120 ist gleich 11x. Und das ist jetzt nicht mehr schwer, durch 11 zu teilen. 120 Elftel ist gleich x. Das nützt uns jetzt aber gar nicht. Warum? Das ist nicht praxisgerecht. Praxisgerecht, guck mal, 120 Elftel auf so einer Zeichnung zu finden, hier, das ist ein bisschen schwer. Also machen wir es wie folgt. Wir wandeln das um. Nebenrechnung 120 durch 11. Da kann man rund sagen, weil 11 mal 11 sind 121, das ist rund. Wie viel ist es? 11. Einverstanden? Rund, ganz knapp 11, 10, und. So, also 11 ist rund xs. Das ist der Schnittpunkt, x-mäßig. Moment, hier war eine Frage. Also, es gab nochmal Fragen. Wenn ich jetzt hier rund 11 ist xs hingeschrieben habe, habe ich es deswegen gemacht, damit ich dann in der Zeichnung kontrollieren kann, ob ich richtig liege. Genau muss ich mit xs 120 Elftel weiterrechnen, wenn ich was will. Ich habe jetzt gesagt, den x-Wert habe ich schon. Hier ist er 8, knapp 11, stimmt. Ne? Da habe ich einigermaßen genau gemalt und einigermaßen richtig gerechnet. Aber wie komme ich jetzt auf die geschätzten minus 2 oder in der Region? Da muss ich jetzt Folgendes machen. Dann sage ich, den y-Wert kriege ich immer leicht raus. Und jetzt kann ich mir eine von den beiden Gleichungen schnappen. Warte mal, die eine war blau, die andere lila. Die eine ist blau. Das war ja die blaue. Und das andere die lila. Ne? F von x ist gleich, g von x ist gleich. So, und jetzt überlege ich, wo passen denn Elftel, 120 Elftel am besten rein? Wo kann ich das am besten realisieren? Ich schlage vor, wir nehmen die linke Seite, weil nämlich 120 und 30 ganz gut kürzen lassen. Ich könnte auch die rechte nehmen, ne? Ist egal. Ich setze jetzt in eine von den Gleichungen ein. Also, jetzt rechnen wir ys aus. Ys, ich mache das mal in Ocker. Ys wird gerechnet, indem ich in eine von den beiden Gleichungen f von x oder g von x einsetze. Ich habe mich jetzt erstmal für f von x entschieden. Dann heißt es, ich schreibe ab, minus ein Drittel von der Funktionsvorschrift. Und jetzt kommt 120 Elftel, was ich hier wirklich herausgefunden habe. Und dann plus 2. Moment.
Jetzt gab es so ein bisschen Verwirrung. Oh, das ist ja schwer, da muss man sich so viel merken. Nochmal. Wenn die beiden den gleichen x- und y-Wert haben, so wie vorhin schon dargestellt, dann kann ich sagen, beide y-Werte sind gleich, dann kann ich beide Gleichungen gleichsetzen. Wenn ich beide Gleichungen gleichsetzen kann, muss ich mir den Rest nicht mehr merken, denn das ist Handwerkszeug und das wird sich sowieso jedes Mal ändern. Dass ich hier rund gerechnet habe, liegt daran, dass ich ablesen und überprüfen kann, liege ich richtig. Jetzt muss ich mein ys ausrechnen, weil ich habe ja nur den Teil der Koordinate x-wertmäßig. Ich muss also auch wissen, wie tief geht es denn runter. Ich bin bis hier rüber gekommen, x, den x-Wert habe ich, aber den genauen y-Wert muss ich noch haben. Das wollte ich ja in Ocker jetzt weitermachen. Ich setze also für xs, für den Schnittpunkt, genau die 120 Elftel ein. Das in eine der beiden Gleichungen, am besten immer in die bequeme Re. Ich habe mich jetzt im Moment für die erste entschieden, ich werde es für die zweite auch nochmal machen. Und wenn ich eingesetzt habe, kommt wieder Handwerkszeug. Kürzen, 1,40. Hier haben wir 22 Elftel, ne? Da machen wir 22 Elftel draus, geht leichter. Jetzt habe ich ys ist minus 1, kann ich mir schenken, 40 Elftel plus 22 Elftel. Minus 40 plus 22 ist minus 18 Elftel. Und auch hier gilt, ich muss einfach mal rechnen und sagen, naja, ys ist in diesem Fall rund, ach, mit dem Rund habe ich es auch, minus, und das ist ungefähr 18 durch 10 ist minus 1,8. Ein bisschen weniger wird es sein, minus 1,7. Rund, reicht dicke. Gucken, was hatten wir gesagt? Minus 2, könnte passen. Probieren wir mal, ob das auch geht mit der anderen Gleichung. Indem ich, jetzt habe ich ja die blaue genommen, die blaue unterstrichene, jetzt nehme ich mal die lila unterstrichene. Wenn das in beiden Gleichungen der gleiche ys-Wert ist, dann habe ich richtig gerechnet. Also 2 Fünftel x minus 6. Ys ist 2 Fünftel und statt x schreibe ich 120 Elftel. Was habe ich gesagt? Minus 6, ne? Danke. Minus 6. Jetzt kürze ich. Das ist 24, das ist 1. Jetzt ist vorbei. Machen wir weiter. 2 mal 24 Elftel und 48 Elftel. Ys ist also 48 Elftel. Minus 66 Elftel. Logisch, ne? 6, ein Ganzes hat 11 Elftel und 6 davon habe ich. Und jetzt müssen wir mal sehen, ob das immer noch stimmt. 48 minus 66, ja, passt. Sind 18 Elftel, aber minus 18 Elftel, weil minus 66 größer ist. Also haben wir richtig gerechnet. Okay, das ist die schöne Probe dabei. Mit anderen Worten. Wenn ich den Wert rausbekommen habe, dann kann ich sagen, ich kann hier Schnittpunkte berechnen mittlerweile. Ich kann auch die Nullstellen berechnen, das war ja eine leichte Geschichte. Die anderen Dinge kann ich ablesen. An sich ist es leicht, gucken wir mal in die Überschrift, ob wir alles haben. Ja, Schnittpunkte haben wir, Y-Achsenabschnitte, Schnittpunkte. Muss ich rot und ocker machen, ne? Das war ja die Geschichte. Und dann lässt sich das also errechnen. Moment. F von x ist 4. Wir hatten vorhin nochmal die Frage. Ich mache das mal in. Ach, ich mache es gleich in hell. In pink? Na, hat man schon. Das dunkle Lila. Nehmen wir das dunkle Lila. Wenn ich eine Gleichung habe, die heißt f von x ist gleich 4, dann gilt für jedes x, weil hier nämlich gar keins ist, egal was ich einsetze, es ergibt sowieso 4. Mit anderen Worten, 1, 2, 3, 4, hier oben ist der einzige Punkt und eine waagerechte Linie. Die würde sich übrigens auch hier mitschneiden, könnte man alles berechnen. Okay.